Es gibt immer wieder Wunder, meine Damen und Herren, und eines dieser Wunder ist, dass der Stoxx 600, der europäische Leitindex, wenn man will, jetzt höher steht als vor dem Ukraine-Krieg. Auch der DAX hat es fast schon geschafft, und da muss man natürlich die Frage stellen, naja, macht das fundamental Sinn? Ist Deutschland jetzt in einer besseren Lage? Sind die europäischen und die deutschen Aktien in einer besseren Lage als vor Beginn des Ukraine-Krieges? Eher wohl nicht. Also fundamental macht das keinen Sinn. Dennoch gibt es Erklärungen, sehr nachvollziehbare Erklärungen, warum wir letzte Woche eine solche Rallye gesehen haben. Und da ist zunächst mal natürlich die Hoffnung auf irgendwie einen Frieden, einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und den Russen. Diese Hoffnung halte ich für weitgehend Quatsch, weitgehend Bullshit. Die Wahrscheinlichkeit ist derzeit sehr, sehr gering, dass es hier einen Waffenstillstand gibt. Aus meiner Sicht, man sieht immer wieder Wunder, aber das wäre ein echtes Wunder. Warum? Schlichtweg, weil die Ukraine darauf beharrt, ihr Territorium zu behalten. Aber Putin mindestens die Krim offiziell als russisch anerkannt haben will, plus Donbass etc. Also das wird nicht zusammenpassen, das wird nicht zusammengehen. Dementsprechend sind diese Hoffnungen eigentlich für die Katz. Dann zweiter Punkt ist, die Märkte gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen anheben wird, aber ab 2023 dann die Zinsen wieder senken wird. Ob diese Hoffnung berechtigt ist, steht in den Sternen, aber sie ist im Mindesten ambitioniert. Der dritte Grund dann für die Rallye ist denn natürlich die Short-Positionierung von Anlegern, die Angst von Anlegern, der Pessimismus von Anlegern. Dann hatten wir jetzt am letzten Freitag den großen Verfall, und da sind viele Positionen im Vorfeld eingedeckt worden, haben Market Maker mithin, also die Absicherungs-Short-Positionen, die sie selber eingegangen waren, aufgelöst. Damit traten sie als Käufer auf, damit sind die Märkte nach oben gegangen. Das war der dritte Grund. Und der vierte Grund ist die Freude über die Panik in Peking. Wir haben gesehen, wie die Aktienmärkte im Reich der Mitte abgeschmiert waren. Dann praktisch die Versicherung der chinesischen Regierung, oh, wir wollen nicht, dass der Schmerz noch größer wird, wir wollen tendenziell Liquidität in die Märkte zufügen, und bums, ging es mit den chinesischen Aktienmärkten nach oben. Das hat auch in Europa und den USA geholfen. Allerdings hatten die Märkte heute so ein bisschen erwartet, dass da auch der nächste Zinsschritt nach unten kommt seitens der Führung in Peking. Dem ist aber nicht so gewesen. Dementsprechend ist da die Partylaune zumindest jetzt ein bisschen eingetrübt. Also vier Gründe, die eigentlich das nachvollziehbar machen, was passiert ist, auch wenn es fundamental nicht wirklich Sinn macht. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. Hier totally crazy, wie Holger Cipic hier titelt. 10,6% war der Stoxx 600, der als Benchmark für Europa gelten kann, seit Beginn der Invasion, 24. Februar, gesunken. Und jetzt sind wir da, wo wir gestartet sind mit dem Ukraine-Krieg, nach der größten Rallye seit November 2020. Hier sehen wir mal, wie dynamisch dieser Anstieg jetzt passiert ist. Wie gesagt, da waren viele Short, viele Profis mussten sich absichern, mussten ihre Long-Only-Portfolios absichern. Und wenn dann was nach oben geht, dann werden diese Absicherungen gerade zum Verfall hin eben überflüssig. Und so sehen wir eine Dynamik, die letztendlich dann 5 Billionen an Marktkapitalisierung wieder hinzugefügt hat in der letzten Woche. Und dass sowohl die Renditen für US-Staatsanleihen weiter nach oben gegangen sind, die 10-jährige deutlich über der 2%-Marke. Also das ist so ein Spiel jetzt wieder des Optimismus. Die Renditen gehen nach oben, die Aktienmärkte gehen nach oben. Entweder es steigt alles oder es fällt alles. Gestern, in der letzten Woche haben wir gesehen, dass alles gestiegen ist. Aber geht es so weiter? Das ist die große Frage. Hier zunächst mal der Gesamtüberblick an der Wall Street, die Heatmap, wie die Amerikaner sagen, zur letzten Woche. Microsoft 7% gestiegen. Google, Amazon 10% gestiegen, Tesla massiv gestiegen, Apple, also die Dickfische, die haben es mal wieder nach oben gezogen, nachdem diese vorher ja ein bisschen verprügelt worden waren. Und wir sehen Consumer Discretionary als bester Sektor, dann Technologie, dann Finanzwerte und ganz unten Utilities, Versorger und Energy. Also unten sehen wir mit Real Estate und Utilities defensive Sektoren plus eben dann Energie, nachdem der Ölpreis in Hoffnung auf einen irgendwie geachteten Frieden oder Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland hier deutlich gefallen ist. Schauen wir uns weiter die Situation mal an. Am Freitag haben wir das dritte Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass der S&P 500 vier
Handelstage in Folge mit einem Plus von mindestens 1% geschlossen hat, während er noch in einer Korrektur ist. Das gab es zuletzt im Mai 1970 und im Oktober 1974. Diese 70er Jahre, die kommen ja immer wieder als Stagflationsszenario uns auch fundamental in Erinnerung. Hier sehen wir, dass auch der Markt dementsprechend reagiert. Wir haben jetzt das letzte Mal, dass der S&P 500 das gemacht hat, eben im Oktober 1974, da war der Putin noch nicht einmal beim KGB. Ne? Also das ist schon ein paar Tage her, muss man sagen. Jetzt schauen wir uns mal solche fantastischen Rallyes an. Wir sind jetzt zweistellig ins Plus gelaufen seit Beginn der letzten Woche. Wir hatten im Jahr 2008, nämlich zwischen September und Dezember 2008, sechsmal solche massiven Rallyes. Hier sehen wir das in einem Chart von Goldman Sachs, die also zweistellig oder mindestens 9% innerhalb einer Korrektur hier gezeigt haben. Hier sehen wir diese verschiedenen Moves nach oben und dennoch ist jeder Move dann nochmal gefolgt von einer Abwärtsbewegung. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier sozusagen die Kuh vom Eis hätten. Wir sehen hier auch unten 17% sind die Most Shorted Stocks gestiegen. Also es war wesentlich auch ein Short Squeeze, nicht nur, aber wesentlich ein Short Squeeze. Es war die Auflösung von Absicherungspositionen. Es war diese, nach meiner Auffassung, etwas geistig begrenzte Euphorie über mögliche Friedensgeschichten zwischen der Ukraine und Russland. Es ist der Glaube, dass die Fed irgendwann die Zinsen senken muss. Und es war natürlich diese negative Stimmung. Hier sehen wir mal den AAII Sentiment Index, also die amerikanischen Privatanleger. Da sind nur noch 22,5% bullish, die Hälfte ist bärisch. Und das hilft natürlich dann, wenn dementsprechend teilweise zumindest die Positionierungen sind, dass dann mal was nach oben geht. Aber übergeordnet, hier sehen wir mal die ganze Geschichte seit Jahresbeginn. Und da sehen wir Microsoft 10% im Minus, Google 7%, auch die Apple fast 8% im Minus und eine Tesla zweistellig im Minus. Also das sollten wir uns dann eben auch als Gegenbild hier deutlich vor Augen führen. Das ist bisher nur eine Counter-Rally und die Hedgefonds sind jetzt ziemlich durcheinander. Vor allem, die werden von einem Extrem ins andere geschüttelt. Wie hier Goldman Sachs sagt, Investors are now chasing trends. Also die laufen jeder Rally hinterher, die kaufen in die Rally und sie verkaufen in den Abverkauf, weil sie sagen, du kannst gar nicht mehr antizipieren, nicht mehr prognostizieren, was wirklich passieren wird durch diesen nachrichtengetriebenen Markt. Also das ist eine Situation, die natürlich in jeder Hinsicht extrem ist. Die Hedgefonds sind vergleichsweise unterpositioniert. Das kann dann auch wieder Rallyes nach oben befeuern. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Indikatoren jetzt in den Indizes doch schon ziemlich am Anschlag sind. Hier sehen wir mal den Spider, wenn Sie unten, also praktisch das SPY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, wenn Sie unten mal gucken, dann haben wir beim S&P 500 Schlusskurs am Freitag einen RSI, relativen Stärkeindex, von über 78 gehabt. Also alles ab 70 ist schon stark überkauft. Wir sehen, dass wir da also ziemlich kurzfristig zumindest ziemlich am Anschlag sind. Selbst wenn wir jetzt einen Rücksetzer sehen, wie hier in der mittleren Grafik sehen sollten, dass da also jetzt mal was nach unten geht, dann bestünde technisch immer noch die Wahrscheinlichkeit oder die Chance zumindest einer inversen Schulterkopf-Schulter-Formation. Also dass wir dann einen Move nochmal nach oben machen. Aber wir kommen jetzt, wie die oberste Grafik hier zeigt, an wesentliche Widerstände. Wir haben oben eben dieses Top gesehen. Jetzt haben wir unten einen Boden gemacht mit dieser massiven grünen Kerze. Jetzt treffen wir auf Widerstände. Und mal sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Aber es ist auch vor allem durch den großen Verfall so gekommen, dass wir jetzt diese Dynamik nach oben gesehen haben. Wir sehen hier ein ähnliches Muster eigentlich wie im Januar, auch beim großen Verfall. Oder beim Verfall zumindest im Januar, das war damals ja der kleine Verfall. Verfall gibt es ja alle drei Monate, März, Juni, September und Dezember. Aber jedenfalls im Januar haben wir ein ähnliches Muster gesehen, dass dann zum Verfall die Märkte erstmal nach oben gegangen sind. Und dann wurde es erstmal schwieriger, bevor es dann wieder nach oben ging. Durchaus möglich, dass wir ein solches Szenario jetzt auch wiedersehen. Aber kommen wir mal zur Fed. Das war in der letzten Woche eines der entscheidenden Themen und wir sehen, dass die Expectations in Sachen Fed Funds, also in Sachen das, was die Fed an Zinsanhebungen machen wird, weiter nach oben gehen. Wir sind jetzt bei 2%. Auf der anderen Seite preisen die Fed Fund Futures ein, dass wir schon in 2023 dann Zinssenkungen sehen werden durch die Fed, weil man sich sagt, hey,
Die Wirtschaft wird sich so oder so abschwächen, zumal wenn die Fed eben die Geldpolitik straft. Und dann wird die Fed wieder gezwungen sein, die Geldpolitik zu lockern. Auf der anderen Seite sehen wir unten die sogenannten Five-Year-Break-Evens, also die Inflationserwartungen, die hier ein neues Hoch erreichen, ein neues Allzeithoch erreichen. Und die Wette der Märkte ist also, naja, die Fed muss dann eben die Zinsen senken. Wird das kommen? Oder ist es so, dass eben die Fed als oberste Priorität die Bekämpfung der Inflation hat und dann eben notfalls die Zinsen so lange anhebt, bis die Inflation weg ist, weil sonst die Hälfte der Amerikaner aus dem Konsum kippt? Und Biden ist ein Demokrat, der muss sich weniger um die ganz reichen Jungs an der Wall Street kümmern, wie noch sein Vorgänger, sondern der kümmert sich dann vielleicht um die anderen 50%, die keine Aktien haben. Die sagen sich dann, okay, lass die Aktienmärkte ein bisschen abschmieren, nicht zu weit, okay, aber ein bisschen vielleicht. Und dann muss die Fed eben ihr Werk tun. Das bisher jedenfalls war die Agenda von Jerome Powell, die er immer wieder hat durchklingen lassen. Ich habe als oberste Priorität die Bekämpfung der Inflation und das werde ich ausführen. Also die Märkte haben möglicherweise nicht recht mit dieser Erwartung, dass die Fed dann die Zinsen senken wird. Wir werden sehen. Was wir jedenfalls sehen, ist, dass hier die Zinskurven schon bereits invertieren. Das sehen wir etwa bei der 20 zur 30-jährigen Staatsanleihe. Wir sehen die 3- und 10-jährige Staatsanleihe kurz vor der Invertierung. Was bedeutet das, wenn diese Anleiherenditenkurven invertieren, also die länger laufenden Anleiherenditen niedriger rentieren als die kürzer laufenden, was eigentlich keinen Sinn macht normalerweise, weil das Risiko ja höher ist für jemand, der jemand Geld leiht, je länger der Zeitraum ist. Dementsprechend ist das immer ein sicheres Zeichen für Rezession. Rezession, so muss es heißen, das hatten wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen. Es gab noch kein einziges Fehlsignal. Das letzte Mal, dass wir solche deutlichen Inversionen der Zinskurven hatten oder kurz davor sind, das war in der Finanzkrise, by the way. Und Bill Gross warnt hier, das wird die US-Ökonomie und den Hausmarkt, vor allem den Immobilienmarkt in den USA, durchaus durchschütteln. Kommen wir jetzt nochmal zu dieser ganzen Ukraine-Russland- Tragödie, da hat die Türkei ja gesagt am Wochenende, man sei da close to an agreement, also kurz vor einem Waffenstillstand etc. Aber das ist nach meiner Auffassung totaler Bullshit, denn schauen wir uns mal jetzt die desaströse Situation Mariupol an, also dieser Stadt, die sehr nah an Russland liegt und die ja zu 80% zerstört sein soll. Nicht mal da kann man sich auf etwas einigen. Die Russen sagen, gebt auf, die Ukrainer sagen, no way. Also hier sehen wir, dass die einzige Chance vielleicht besteht, indem China eingreift, wie ich hier schon mehrfach gesagt hatte. Hier ein chinesischer Offizieller, der sagt, ja, also uns tut dieser Krieg auch nicht gerade gut. Wir haben nichts davon, wir haben nur Schaden davon. Und dieser Gedanke könnte dazu führen, dass da ein bisschen Druck auf Putin ausgeübt wird. Jetzt sehen wir, dass eben hier keine Chance nach meiner Auffassung besteht, dass hier wirklich ein Deal kommt. Hier ein Artikel des Wall Street Journal, der sagt, ja, die Russen würden jetzt sozusagen darauf beharren, dass eben ihre Territorial Claims und Neutrality hier eingehalten werden, also dass die Ukraine neutral wird. Okay, dass aber vor allem ihre territorialen Gebiete anerkannt werden, das hat die Ukraine oder ihre Gebietsgewinne anerkannt werden. Das hat die Ukraine mehrfach kategorisch ausgeschlossen. Also sie müssten sich schon um 180 Grad drehen, um das in irgendeiner Form zu ermöglichen. Selenskyj warnt sogar hier in einer Ansprache an das israelische Parlament vor einem Weltkrieg, Dritten Weltkrieg, wenn die nötigen Verhandlungen jetzt mit Putin scheitern sollten. Die EU überlegt jetzt ein Embargo, ein Ölembargo gegen Russland. Schauen wir mal, ob das kommt. Das würde uns sehr, sehr wehtun. Genauso wie jetzt hier uns natürlich wehtut, das, was durch die Ukraine, durch Russland verloren geht an Nahrungsmittel, Getreide etwa. Und die Grünen haben ja schon manche Kröte schlucken müssen in der Regierung, sind ein bisschen der Realität näher gekommen. Nur im Bereich Landwirtschaft, da versucht man noch durchzuziehen und versucht sozusagen die Erkenntnis zu verdrängen, dass es für uns sehr, sehr wichtig ist, die Nahrungsmittel auch in Deutschland herzustellen. Das Problem bei den Grünen ist, dass sie ideologisch an diese Geschichte rangehen und vor allem, dass sie auch teilweise ökologisch unsinnige Sachen sagen. Also Dinge wollen, die ökologisch auch keinen Sinn machen. Wenn sie mit Landwirten mal sprechen, dann schütteln die teilweise nur noch mit dem Kopf. Und jetzt haben wir die Situation, dass eben Habeck in Katar unter anderem war, um dieses ja sehr umweltschädliche Flüssiggas uns zu bringen.
das Problem ist allerdings auch hier, selbst Zusagen sind wohl kaum einzuhalten, weil schlichtweg die Transportkapazitäten fehlen, mit denen dieses Flüssiggas transportiert werden könnte, zumal wir als Deutsche ja kein Terminal haben, das müsste dann wahrscheinlich über England angeliefert werden. Also die Probleme, die sind groß und die werden nicht kleiner, wie heute die Erzeugerpreise zeigen, die mit über 25% angestiegen sind, die Energiepreise um 68% gestiegen. Das sehen wir ja an der Tankstelle und jetzt gibt es ja immer wieder, das lese ich in den Kommentaren auf YouTube, ja, das ist die große Verschwörung, das sei doch alles geplant. Und ich sage immer, Leute, überschätzt doch diese Menschen nicht. Das sind keine Masterminds, keine Leute, die alles ins Detail planen und irgendwie einen großen Plan haben. Das sind genau solche Dummbratzen wie wir auch. Das darf man gar nicht überschätzen. Da wird sozusagen eine große Verschwörung an die Wand gemalt und gesagt, ja, die haben einen Riesenplan. Das passiert alles nicht zufällig etc. bla bla, aber es ist alles Bullshit. Letztendlich scheitert zum Beispiel die Impfpflicht, die viele ja als Teil dieses Verschwörungsplans halten, am akuten Papiermangel, wie hier die Welt berichtet. Und ein Twitter-Kommentar sagt hier die Dinge schon, glaube ich, richtig. Ich sage es ja schon immer, in Deutschland muss niemand Angst vor einer Diktatur haben. Politik und Verwaltungsinstitutionen wären viel zu blöd dazu. Exactly the case. Dementsprechend ist das sehr, sehr unwahrscheinlich und sollten sich vielleicht diejenigen, die immer glauben, da steht ein großer Masterplan dahinter, vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen. DAX, warum die Erholung die Puste ausgehen könnte. Ein Wochenausblick, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, bei Finanzmarktwelt. Sehr lesenswert und sehr sehenswert. Wie schaut es eigentlich aus mit Gold und Rohöl, die ja in der letzten Woche korrigiert haben, angesichts der Rallye an den Aktienmärkten, dieser Hoffnungsrallye oder wie man sie bezeichnen kann. Auch das unter dem Video verlinkt. Also zwei Geschichten, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben die Fuckmann-freie Zeit genossen. Jetzt ist sie leider zu Ende und Sie müssen sich wieder mit mir auseinandersetzen. Ich wünsche erstmal das allerbeste, verweise auf die zwei Artikel und sage Servus und Ciao.